So, ihr solltet mich jetzt hoffentlich wieder sehen können. Ich hoffe es zumindest sehr. Den Stream habe ich auch einmal neu gestartet auf 30 FPS, weil das ein paar von euch sonst nicht hinbekommen. So, das sollt ihr jetzt eigentlich tun und dann gehen wir jetzt mal ins Vehicle Assembly Building und schauen mal, wie das mit der Bastelei heute so klappt. Ich müsste die Basis, also den Core-Part der Basis, eigentlich hier noch stehen haben. Zack, zack, zack. Duna Base Core, das müsste es sogar direkt sein. So, und ich glaube, alles unten drunter und oben drüber kann man eigentlich schon mal so lassen. Das war nicht schlecht, wie es war. Ich würde das jetzt nochmal zur Seite räumen. Was ist hier Root Part? Das ist Root Part, okay. Sehr schön. Okay, das müssen wir jetzt mal umrouten. Und zwar würde ich, glaube ich, dabei bleiben zu sagen, dass wir oben so ein Cupola-Modul draufsetzen. Das hat zum einen den Vorteil, dass wir einen relativ einheitlichen Look behalten. Und zum anderen den Vorteil, dass es immer noch ein bisschen Bonus-Habitation bringt und natürlich auch irgendwie schön ist, wenn die Kerbals rausgucken können. Man kann das Ding beleuchten. Ich finde die Kuppeln eigentlich gar nicht schlecht. Was wir hier nicht machen werden, ist nochmal zwei Reaktoren mitnehmen. Also A, weil die einfach auch teuer sind und B, weil wir nicht noch zwei Reaktoren brauchen. Wir fahren den ersten. 13 sagen, ich kann das beenden und zwei sagen nicht. Alles klar, ich werde das bei Gelegenheit mal wegcheaten dann. Damit der Auftrag erledigt ist. So, was wir jetzt hier nicht brauchen, ist auf jeden Fall das Pioneer Logistics Module, sondern das soll jetzt das Production-Ding werden. Und da habe ich mir eigentlich im letzten Stream ein Mobile Workshop gegönnt. Da ist er. Das ist der hier. Ist das die richtige Größe? Ja, das passt auch. Sehr schön. Also der Mobile Workshop sollte uns nämlich ermöglichen, also das ist die Grundlage, um mit Ingenieuren dabei alles herstellen zu können. Was? Die Frage war, soll Winter nicht cheaten? Was, wie war die Frage formuliert? Cheaten? Ja, nein. Ja, war doch alles richtig. So. Genau, wir können Specialized Parts herstellen. Nee, wir können nicht Specialized Parts herstellen. Wir können Material Kits herstellen. Wir können Machinery herstellen. Wir können. Das war's schon. Machinery. Material Kits. Was war da jetzt nochmal der Unterschied zu dem anderen Ding? Moment. Inflatable Workshop. Der konnte anderes Zeug bauen, ne? Die haben sich irgendwie ergänzt. Oh, verdammt, wo ist der mit drin? Da. Der kann Material Kits und Machinery. Hä? Das ist jetzt ein bisschen eigenartig. Eigentlich habe ich das Ding noch genau deswegen geholt, weil das mehr kann als Small Scale Fabrication. Larger MKS Fabrication Module. Dann ist das vielleicht noch nicht das, was ich suche. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Hey Major, vielen lieben Dank für 7 Monate in Folge. Ich muss mal ganz kurz.
Ja, vielen lieben Dank für deinen Resub. Siebter Monat in Folge. Das ist ja schon mal wieder ganz ordentlich, junger Mann. Sehr, sehr ordentlich. Dann kriegst du ja auch bald mal eine goldene Rakete. Solange aber noch ganz viel Spaß mit der silbernen. Und vielen lieben Dank für deinen Resub. Ich suche den, nicht den Mobile Workshop, ich suche den Orbital Workshop. Das ist doch das Teil, oder? Orbital. Das ist es, Tundra Assembly Plant. Alles gut. Das wollte ich haben, genau. Nicht den. Gut, das erklärt es nämlich. Genau. Weil hier drin, und das ist jetzt der Unterschied, jetzt, Gott sei Dank haben wir nachgeguckt, sonst hätte ich das Ding falsch konzeptioniert, kann man eben auch Specialized Parts und Colony Supplies herstellen, neben Machinery und Material Kits. Nur das, dafür brauche ich es nicht. Also die Material Kits und die Machinery kann ich schon mit dem aufblasbaren Ding herstellen. Und ich wollte jetzt genau das haben. Damit ich. Nein, es ist sehr viel größer. Ich hatte irgend sowas befürchtet. Ich hatte irgend sowas befürchtet. Das Tundra Assembly Plant ist ein bisschen groß. Ist auch ein bisschen schwer. 3,8 Tonnen. Das Colony-Ding, was wir vorher hatten, war. Logistics. Du. Aber es ist nicht so viel schwerer. Okay. Cool. Alles gut. Das heißt, gewichtsmäßig macht es scheinbar nicht so einen Riesenunterschied. Also 0,7 Tonnen. So, und damit können wir Machinery herstellen auch. Das, die Produktionsketten ist noch ein anderes Thema. Spannend wird jetzt natürlich nochmal. Kann man das so hinstellen? Ja, es müsste aber gehen. Ist jetzt ein bisschen unförmig, gebe ich der Fairness halber zu. Aber da wir es an. Der könnte problematisch werden. Wartet mal, wir müssen gucken, dass der hier nicht. Doch, der strahlt auf die. Oder? Ja, tut er. Das wird nicht funktionieren. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Okay, aber eins nach dem anderen. Wir fangen erstmal an mit dem Assembly an sich. Okay, das lassen wir mal so. So, dann kommt das hier raus, das hier raus, das hier raus, das hier raus. So, wir werden an diese Seite jetzt, also ich nehme jetzt mal willkürlich eine Seite. An die Seite wird der Tunnel angeschlossen. Und wir bringen auch hier einen weiteren Tunnel mit, um das nächste Bauteil anzuschließen. So haben wir immer alles parat, was wir brauchen. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit noch einen Slot, und den würde ich freilassen für das aufblasbare Zelt. Dann haben wir nämlich alle Produktionsressourcen, dann haben wir ein Produktionsgebäude quasi parat. Das heißt, hier würde jetzt einfach nur noch ein Habitation Module rankommen, um der ganzen Geschichte ein bisschen mehr kommen. Genau, um den ganzen Kerbals einfach noch ein bisschen mehr Lebensraum zu geben. So, dann können wir nämlich beim nächsten Mal haben wir zwei neue Module, die Habitation geben. Zack, zack. Ich glaube, das gibt auch ein bisschen. Vielleicht. Nein, gibt es nicht. Na gut. Das ist dann halt so. Da müssen wir einfach mit leben. Das wäre dann eigentlich schon das. Der einzige Haken an der Sache wäre jetzt Machinery Parts. Wenn ich die mitnehme, wird die Kiste halt ein bisschen schwerer, ne? Und ein bisschen meine ich ziemlich schwerer. Was ist mit der leeren Seite? Die leere Seite bleibt leer. Also, ne? Habitation. Verbindung zum existierenden Core. Bauzelt.
Verbindung, die frei bleibt für Verbindung zum nächsten Turm. Ich habe hier nämlich noch einen, den wir heute bauen wollen. Das ist einmal der Science-Turm. Plan wäre es, im zweiten, also im nächsten Duna-Startfenster, zwei Erweiterungstürme zur Duna-Basis runterzustellen. Das Bauzelt ist das, was schon auf Duna ist. Dieses hier, der Inflatable Workshop, nennt sich der ganze Spaß. Genau, das wird dann ummontiert am Boden. Nimmst mich mit, um gegebenenfalls die Base aufzufangen. Wolltest dich unten hinstellen und sie auffangen, wenn sie runtergefallen kommt. Das halte ich nicht für ein gesundes Unterfangen, ehrlich gesagt. Okay. Zack. Retract Stabilizers. So. Wir müssen uns jetzt auf jeden Fall was einfallen lassen mit den. Mit dem Teil hier. Bla 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 bla. So. Und einmal Liquid Fuel Fall, Oxidizer Fall, Body Duna. Zack. Okay, das Ding hat auf jeden Fall noch genug Schub und 1200 Delta V. Also Thrust Weight reicht aus. 1200 Delta V halte ich für ein bisschen fragwürdig knapp. Da müssen wir auf jeden Fall was dran machen. Und wir müssen es eben ein bisschen in die Breite ziehen. Das heißt, wir werden jetzt Folgendes tun. Ach, wir hatten noch die Dinger, ne? Die kann man auch noch befüllen. Dann haben wir 3,30 bei 2000 Blau und ein bisschen. Okay, das ist ja gar nicht so schlecht. Wobei ich mir jetzt fast überlegen könnte, ob wir uns das hier sparen und dann dafür dafür. Ich denke, wir werden die normalen nehmen. Vier Stück. So. Damit legen wir die Antriebe weit genug nach außen. Ich kümmere mich gleich noch um die Designoptionen. Erstmal geht es darum. Dafür zu sorgen, dass es fliegt. So, das müsste reichen, damit unsere Antriebe jetzt weit genug draußen liegen. Sonnenschirm nicht vergessen. Lass das, Neo. Du sollst nicht stänkern. So, ziehen Sie ein bisschen rein, damit Sie sich schön anschmiegen. Und das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Das müsste reichen. Dafür jetzt brauchen wir allerdings noch so ein bisschen eine optische Entschuldigung für das, was wir hier tun. Sieht fürchterlich aus. Das sieht richtig fürchterlich aus. Das kann ich nicht verantworten. Rein auf der optischen Ebene kann ich das nicht verantworten. Okay, da müssen wir was anderes machen. Ihr wisst ja, man könnte jetzt einfach sagen, das ist Design follows Function, aber nicht mit mir. Das mit dem Energietransfer habe ich noch mal ausprobiert. Das funktioniert tatsächlich. Überträgt aber abartig kleine Energiemengen. Das,
Ich hatte gedacht, das könnte man für einen Ionenantrieb nehmen. Es war leider eine nicht nur mittelschwere Enttäuschung. Es war eher eine sehr schwere Enttäuschung, muss ich sagen. Da hatte ich mir ein bisschen mehr erwartet. So, ich recycle gerade mal Teile. Warum keine Bremsfallschirme? Weil ich das relativ exakt landen will. Und ich mit Fallschirmen insgesamt auch nicht ganz so gute Erfahrungen gemacht habe, um es mal so zu formulieren. So, jetzt suchen wir mal einen anderen Tank raus. Ich brauche ein anderes Tankformat, schlicht und ergreifend. Der würde mir eigentlich ganz gut gefallen, wenn man ihn scalen kann. Man kann ihn scalen und man kann ihn zu Liquid Fuel Oxidizer bestimmt umstellen, oder? Komm, sag, dass es geht. Nee. Das ist ja blöd. Nur Oxidizer und nur Liquid Fuel ist dann natürlich auch nicht das, was ich will. Oh, wartet mal. Ich habe eine Idee. Was wäre denn, wenn wir mit den Wrapper Drop Tanks arbeiten? Nicht, dass ich sie. Tja, entschuldigt bitte. Nicht, dass ich sie droppen würde, aber ich kann sie einfach künstlich verbreitern. Wie gut ist das denn? Das ist exakt, was ich haben möchte. Pow. Den Stöpsel da wegbauen. Aber das ist exakt das, was ich suche und das ist optisch sogar noch vertretbar. Dankeschön, Lady Samus. Dankeschön. So. Jetzt schieben wir das noch ein bisschen zurecht. Dass das wie eine echte Ummantelung aussieht. Also jetzt sieht es zwar schon wie eine echte Ummantelung aus, aber ihr wisst, was ich meine. Okay, das hat nicht richtig gut funktioniert. Da ist mir ein kleines Missungeschick passiert. Was ist denn jetzt kaputt? Das war nicht so gut. Autschen. Okay, man darf so Dinger. Nee, man verschiebt sie auf jeden Fall nicht. Lektion Nummer 1, man verschiebt sie nicht. Die bleiben exakt so, wie sie sind. So, die Frage ist, wie viel Delta V hat der Spaß jetzt? Unter der Annahme, dass man dort Triebwerke ranbaut. Was ja vollkommen okay wäre. Zack, da ist auch Liquid Fuel und Dings drin. 3000 und ein bisschen bei 2,35. Hervorragend. Sehr schön, Karazit. Okay, das haben wir. Dann haben wir da drin jetzt unseren unser SAS, unseren Strom, unseren Sprit, noch mehr Sprit. Dann kommt in der Mitte eigentlich nur noch jetzt. Das Schöne ist, wir können jetzt hier drin richtig hässlich bauen. Die brauchen wir gar nicht mehr. Wir haben genug Delta V. Wir brauchen diese Füllteile nicht mehr. Zack. Und ummanteln das jetzt einfach. Ah, oh, ist das gut. Obwohl das dann schon wieder so ein bisschen zu viel ist, ne? Narrow Cap. Ne. Das ist dann schon wieder zu viel. Schade, ich hatte gedacht, man könnte das jetzt noch schön oben abschließen. Mit so einer Cap, aber das ist dann auch nur, wenn man noch was hat, was in der Mitte steckt. Gut, das wäre jetzt auch wahrscheinlich endgültig ein bisschen drüber. Wir können mal gucken, wie das mit dem hier aussieht. Aha. Vielleicht können wir da eine richtige Rakete draus machen, oder? Vielleicht muss man doch ein bisschen mit Strukturteilen arbeiten, aber
Das hatte ich mir irgendwie ein bisschen eleganter ausgedacht. Gedacht, nicht ausgedacht. Was wäre, wenn? Huch, warum ist das jetzt so schief? Was wäre denn, wenn wir das ein bisschen umalignen? Genau. Die Sandwürmer von Dune. Sieht ein bisschen so aus. Nicht. Das ist es nicht. Bis hierhin ganz schön, aber von der Größenkategorie her wieder etwas unbefriedigend. Ich glaube, ich habe gerade den Zündfunken in meinem Kopf gehabt. Ich glaube, ich habe gerade den Zündfunken in meinem Kopf gehabt, wie es funktionieren könnte. Mal gucken. Pass auf, wir machen das ganz anders. Ich weiß nicht, ob es die Mediums sind. Wir müssen jetzt mit der Größe mal gucken. Wir machen die Kiste selber zum Skycrane. Es gibt keinen Skycrane. Die Kiste, das sind Drop. Der wichtige Part ist droppable. Also es sind Drop-Tanks, die kann ich abwerfen, wenn ich sie nicht mehr brauche. Beziehungsweise wenn ich gelandet bin, kann ich sie einfach abbauen, auch im Zweifelsfall. Ich mache einfach aus der ganzen Kiste ein Raumschiff temporär. Nix Skycrane. Wir fliegen das Teil. Das Teil fliegt sich selber nach unten. Wie revolutionär! NASA, guckt her. So müsst ihr das machen. Skycranes sind nur überflüssiges Gewicht. Ihr braucht sowas hier. Ihr braucht unbedingt sowas hier. So, hat auch direkt sehr viel mehr Delta V. Beim Droppen fallen die auf andere Teile. Ich muss sie ja nicht droppen. Ich kann sie ja dran lassen. Aber sie funktionieren als eine Ummantelung. Das ist halt das Coole. Sie ummanteln. Ich kann kürzere Tanks nehmen. Sehr, sehr cool. Ich habe viel zu viel Delta V. Ich kann also die kurzen Tanks nehmen. Sie ummanteln mein Gebäude. Ich nenne es jetzt einfach mal Gebäude. Kacke. Ich muss mal ganz kurz reverten. Ich brauche die Triebwerke wieder. Sie ummanteln mein Gebäude und bieten mir damit auch Fuel. Und ich kann sogar noch ein bisschen einen auf cool machen, indem ich mein Gebäude abschirme vor den bösen Einflüssen des Landesandwurm-Gedönses. So. Und guck mal, da haben wir 3400 Delta V. 3400 Delta V reichen unendlich lange. Wir sparen nämlich ganz viele Bauteile. Die eine Sache, die wir vielleicht nicht sparen sollten, ist der Probe Core. Den müssen wir gleich noch einbauen. Und eine Funkverbindung. Aber wir sparen zusätzliche Tanks. Wir sparen die zusätzliche Stromspeicherung, also eine Batterie. Wir sparen uns die Kupplung hier oben. Das wird, glaube ich, funktionieren. Und wir behalten die komplette Flexibilität, weil wir haben immer noch die stark gimbelnden Motoren. Es ist absolut sichergestellt, dass die unserer Basis nicht in die Quere kommen. Ich sehe eigentlich nicht, warum es nicht funktionieren sollte. Wartet mal, können wir das hier testen? Nee, hat nicht genug Schub. Hat nicht genug Schub. Warte mal. Doch, hat immer noch nicht genug Schub. Veränderung beim Prime Sub Bastel. Ja, Prime Sub ist nicht mehr werbefrei, leider.
Vorher war das so, also der Prime-Sub an sich ist gleich, aber wenn du Twitch Prime hattest, war es ja so, dass du alle Kanäle werbefrei geguckt hast, ohne diese Anfangswerbung. Das ist entfernt worden. Das gibt es nicht mehr in der Form. So, jetzt müssen wir nur noch überlegen. Wo bringe ich den Firlefanz unter? Ich glaube, für den Propcore habe ich gerade was gefunden. Also den Propcore packen wir einfach statt oben drauf unten drunter. Ein Problem schon mal gelöst. Und das Ding hier muss doch auch überhaupt nicht inline sein, oder? Verdammt. Was hat da nix? Es hat da keinen Attachment Point. Sieht das aus? Es ist nicht total hässlich, ne? Es ist nicht das super Design. Ja, es ist ein Werbeblock. Ich sage ja nur, dass es eine Veränderung ist, weil letztens jemand gefragt hatte, weil plötzlich Werbung kam. Und bevor ihr jetzt denkt, dass es irgendwie auf meinem Mist gewachsen ist, ist es nicht. Das hat sich Twitch selber so ausgedacht. Oder Amazon. Ich habe keine Ahnung, wer es entschieden hat. Ich glaube, ich finde das gar nicht schlecht. Okay, und dann kriegt er noch eine Antenne. Und da wissen wir ja mittlerweile, dass die hier funktioniert für unsere Abstiege. So, und ich würde sagen, das wäre schon recht elementar. Die redundant auszulegen. Sehr schön. Okay. Damit haben wir eigentlich alles, was wir brauchen, um die Kiste anzulanden. Das ist jetzt die Luna Base Production. Zack. So, da können wir jetzt eigentlich noch gucken. Ob wir hier noch im größeren Stil Solarpaneele ranklatschen oder eben nicht. Also nicht nur für den Flug, sondern auch für später, deshalb auch nicht an die Drop Tanks ran. Da hätten wir nämlich noch mal so eine Grundversorgung mit Solarstrom. Der Propcore kann nicht alle Manöver. Nö, kann er auch nicht. Genau. Aber dafür, genau. Ach so, ihr diskutiert das gerade. Dafür ist ja oben das Ding. Ich sag mal, die wichtigen Manöver kann der Propcore wahrscheinlich sogar. Der kann. Ah, Target Tracking hat er drauf, ne? Ich glaube, er hat nur Target Prograde und Target Retrograde nicht. Normalen Sub? Ja, normaler Sub, normales Abonnement-Bastel verlängert sich monatlich von alleine, bis du das stoppst. Stoppst, während ein Prime-Sub nach jedem Monat ausläuft und von dir verlängert werden muss. Also, oder wenn du es anders formulieren willst, den vergibst du immer wieder neu. So, das Ding brauchen wir dann nicht mehr. Die Dinger brauchen wir auch nicht, das Ding brauchen wir auch nicht mehr. Okay. Ich glaube, das kann man so machen. Jetzt ist nur die Frage. Ne, ich fliege das erstmal ohne Machinery, sonst wird mir das wieder zu knapp. Das wird sonst zu knapp.
Aber das Konzept an sich ist cool. Damit können wir uns die Skycranes sparen. Das Konzept an sich ist cool. Ich befürchte, jetzt reicht wahrscheinlich mein Dings nicht mehr aus. Mein Fairing. Ganz knapp nicht. wir müssen mal gucken, ob wir dieses Fairing überhaupt so weit in die Breite gezogen kriegen, dass das um diese Basis drumherum geht. Ne. Nicht mal ansatzweise. Okay, das heißt, wir müssten hier mit einem größeren Fairing arbeiten. Oder wir sparen uns den Aufwand. Es ist jetzt kein aerodynamisches Wunderwerk, um es mal vorsichtig zu formulieren, aber ich halte es für fliegbar. Das kostet einen Spaß, 182.000, das kann man schon mal riskieren, würde ich sagen. So, jetzt gucken wir mal, wie das aussieht auf Körben. Wenn wir starten, hat das immer noch 1,95 Thrust. Das wäre also okay. Zack, 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 zack. So, ihr Vögel hier macht schon mal zu. Ihr macht auch zu. Ihr seid einfach nur tote Last. Dankeschön. So. Und wenn es das natürlich ist, haben wir ein Problem, ne? 499 Delta V. Damit kommt man ganz knapp nicht nach Duna, um das zusammenzufassen. Okay, ich glaube, wir müssen die weiteren Basisteile vom Carrier neu konzipieren. Das bringt so nichts. Das bringt so nix. Das können wir komplett knicken. Ach. Oh, wisst ihr was? Ich bin manchmal auch echt ein Volltrottel. Ich hoffe, er revertet das jetzt gleich. Schön sauber. Es sind manchmal so die kleinen Knöpfe, die es einem kaputt machen, ne? Das ist Atmospheric, sind die Dinger natürlich nicht gut. Da habe ich nicht gut aufgepasst. Vielleicht können wir die Rakete doch einfach weiter benutzen. Zack. So. Dankeschön. Dich sperren wir wieder. So. Das sieht doch schon ganz anders aus. Also, wenn wir jetzt sagen, wir machen hier zu, haben wir 2100 Delta V. Das ist nicht gigantisch, aber es reicht locker für einen Transfer nach Duna rüber und fürs Einbremsen. Die Landung macht er oben, also können wir das so fliegen. Okay. Autogestruttet. Ich muss jetzt mal gucken. Das müssen wir auf jeden Fall autostrutten, sonst passieren hier komische Sachen. Heaviest Part. Den autostrutten wir nochmal gegen das Root Part. Und die hier autostrutten wir gegen ihre Parent Parts. Grandparent Parts. Das ist die Mitte. Damit müsste das eigentlich hinhauen. So, jetzt gucken wir nochmal. 195091 in der nächsten Stage. Wie fliegt denn der? Der feedet, oder? Ja. Der geht komplett raus. Dann geht er raus. Hat für eine kurze Zeit
Nicht 1,0. Ist aber dann auch egal. Kommt dann mit 006. 006. Ach du Heilige. Damit kommen wir niemals in den Orbit. Okay, besser. Trotzdem kommen wir damit niemals in den Orbit. Diese Stage dort oben wird so nicht funktionieren. Wir hatten ein bisschen Gewichtstoleranz noch. Die sollten wir für Treibstoff nehmen. Und tja, jetzt ist die große Frage. Der ist natürlich eigentlich ein bisschen drüber. Warum für das Gewicht eigentlich? Eigentlich mehr Bums, ne? Obwohl ich ja mal beweisen könnte, dass ich fliegen kann. Mit wenig Schub. Zack. Pudel. 7,95. 3,3. Aber 3,37 ist halt zu knapp. 3,37 ist zu knapp. Das funktioniert so nicht. Ab 3,5 würde ich es mich trauen, das auszuprobieren, aber 3,37 nicht. Staging ist falsch. Ach so. Aber nur minimal falsch. Zack. Das macht es nicht so viel besser, ne? Er kann sich selber hochschieben. Mit viel guten Willen. Aber das wäre auf jeden Fall ein spannender Start. Ich glaube, das riskiere ich. Wenn ich den Preis sehe, riskiere ich es, glaube ich. Ja, ich bin bei 3,4. Ne? Das ist so. Ist hart am Limit, aber ich könnte den Rest eventuell mit den Triebwerken einfach machen. Von daher machen wir das mal. Das sind 200 km. Wenn ich 200 km in Orkus spüle, dann ist das so. Wir starten das jetzt. Ich an alles gedacht. Ist irgendeine, wir nehmen vielleicht die Rakete noch aus dem Dreck raus. Zack. 200 km ist nix, das ist Kimmer. Wir probieren es. Mal gucken, ob ich die gestartet bekomme. Ich muss auf jeden Fall am Anfang gut Geschwindigkeit aufbauen nach oben. Wir brauchen ein bisschen, also wir müssen schnell aus der Atmosphäre raus, weil wir relativ schnell Schub verlieren werden durch die Außenbooster. Auf der anderen Seite dürfen wir aber nicht zu steilen Steigwinkel nehmen, weil wir auch nicht besonders viele Reserven haben, um gegen die Gravitation anzukämpfen. Das ist also irgendwie so ein bisschen alles schlecht. Das ist das Schlechteste aus allen Welten, würde ich es mal nennen. Ich mache es euch ein bisschen heller. Wenn wir schon Nachtstart haben, solltet ihr trotzdem was sehen. So, dann gucken wir doch mal, was passiert. Habe ich hier keine Langreichweitenantenne dran? An dem Ding. Ist gar nicht so gut, obwohl es mittlerweile auch egal ist. Ist egal, wir starten trotzdem. Ist das Staging wirklich so richtig? Ja. Ja gut, die sind dahin gerutscht, aber es macht keinen Unterschied. Die würden nicht zünden. Alles andere passt. So. Und los geht's. So, ich gehe direkt schon mal auf eine ordentliche Neigung, die werden wir brauchen.
Ich bin gespannt, wie der Luftwiderstand aussieht. Hörnchen, vielen lieben Dank für deinen Host. Dankeschön. So, ich probiere jetzt den Gravity Turn anzustoßen. Ich hoffe, ich bin hoch genug, dass er sich zivilisiert verhält. Es sieht so schlecht nicht aus. Jetzt kommt der unangenehme Part, nämlich der, wo wir unangenehm langsam in den Orbit hochschleichen werden. Bin sehr gespannt. So, ich halte ihn jetzt auf einer 20 Grad Steigrate. Schönen guten Abend, Hörnchen, nochmal. Ich weiß nicht, ob du mich schon gehört hattest, als ich Dankeschön für den Host gesagt habe. Danke für deinen Host, ganz herzlich willkommen an dich und deine Zuschauer natürlich auch. Und ich nehme an, du hast den Hellrik mitgebracht. Und natürlich auch an den Rest deiner 12 Zuschauer, die du mit drüber geschoben hast. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Was habt ihr Schönes gespielt heute? Was gab's im Hörnchenland? Bleibe auf den 12. Ja, 20, Entschuldigung. Nicht 12, auf den 20. So, jetzt haben wir halt gar nichts mehr an Schub. Großartig. Jetzt wird's interessant. Blame at Hörnchen, alles klar. Empyrean. Ah, ist auch lange her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Wie hat sich denn das so weiterentwickelt? Damals war es noch sehr, wie sage ich denn das jetzt freundlich? Alpha-mäßig. Trifft es, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, ich mache die schon mit an, oder? Ich hoffe, dass das funktioniert. Brauchen wir Schub. Dass es nicht überhitzt. Ja, es ist langsam Beta. Okay. Okay. Ich habe es nicht so super intensiv gespielt, muss ich sagen. Ich habe es mir ein bisschen angeguckt. Ich habe mal so zwei, drei Abende etwas intensiver rein investiert. Habe dann aber damals auch gesagt, okay, das braucht noch ein bisschen, um, ich sage es mal, zu reifen. Fertig zu reifen, um zu einem vollständigen Spiel zu werden. Oh, ich habe so das ungute Gefühl, dass wir gleich aus dem Orbit fallen. Mal gucken. Das sieht noch nicht so gut aus. Was bei den 046er?
stark von ihm die Apo. Er ist bei 1700 Orbital. Okay. Verzweifelte Situation verlangen verzweifelte Maßnahmen. Naja, zumindest fliegt's. So. Grob sowas wie ein Orbit. Dann die Kabelnote. Okay, die können jetzt auch wieder aus. Dann wir überall Crossfeed an. Okay. In den Orbit gemogelt, ohne den Treibstoff hier oben zu benutzen. So. Das Einzige, was ich merke, was fehlt, das ist dann nicht ganz so schlimm für die Landung, ist, ich habe kein Reaction Wheel drauf. Also so gar nicht. Ich muss immer mit den Triebwerken arbeiten. Das kann man so machen. Endorphin, das ist alles eine Frage der Übung. Man muss das lang genug machen, dann klappt das schon. Dann klappt das schon. Aber glaub mir, ich habe auch genug Raketen abstürzen lassen vorher. Damit das irgendwann hinhaut. Und wie gesagt, es fehlt auf jeden Fall ein Reaction Wheel. Da müssen wir mal gucken, wie sich das so verhält. Muss halt mit Minimalzündungen gearbeitet werden. Will ich das so machen? Das Ding jetzt erstmal zum Minmus. Dann ist gut. So, einmal. Manöverangleich. Inklinationsangleich. Dafür ein Manöver. Zack. So, da können wir gleich mal üben, wie das mit dem Manövrieren funktioniert. Eins von den Station Mobsen, ja genau. Er müsste auch minimalst haben. Ja, er hat auch minimalst. Alles ist gut. Der hier oben hat nämlich ein Reaction Wheel mit drin. Deshalb muss er minimal Reaction Wheel haben. Und das hat er auch. Es ist einfach nur sehr träge. Das ist okay. Es ist nicht ohne. Es ist nicht komplett ohne. Wir können uns drehen. Das
Das ist doch auch schon mal schön. Gut. Dann bringen wir ihn erstmal in Position. Und dann werden wir auf jeden Fall ordentlich tanken müssen. Die untere Stage hat nicht besonders viel Delta V übrig. Wenn wir da ankommen. Aber das müssen wir heute nicht mehr machen. Ich schicke die jetzt erstmal auf den Weg und wir konzipieren dann, während die unterwegs ist, das zweite Teil. Das sind meine Notizen. Und das zweite Teil wäre dann die Science-Anlage dafür. Wo wir dann auch wiederum den Mittelteil als Labor bauen und uns dann noch angucken, was wir mit dem Rest anfangen. Ich denke, es wird eine Kombination aus Labor und Wohnraum werden in dem Fall. Weil ich bin mit der Essenserzeugung erstmal ganz zufrieden. Das funktioniert. Da sind wir eigentlich nur durch Fertilizer und Mulch limitiert im Moment. Das heißt, da werden wir noch eine ganze Weile klarkommen. Was wir jetzt brauchen auf Duna ist langfristige Habitation. Damit die Jungs glücklich bleiben. Schönen guten Abend, Mr. Dragplayer. So viel ist noch gar nicht passiert. Wir arbeiten gerade an einem neuen Modul für Duna, also bereiten das vor, um die Duna-Basis zu erweitern. Konkret werden das zwei Module werden, einmal ein Produktionshaus und einmal ein Laborteil, mit denen wir die Duna-Basis gerne erweitern wollen. Da geht die Reise zumindest hin. Minus ist da hinten, das heißt, wir werden irgendwie in die Richtung oder so starten. Das wird echt knapp, ey. Mit dem Treibstoff. Zum Glück haben wir oben noch relativ große Reserven aus dem Skycrane. Manöver. Okidong. Ich zeitraffe uns da jetzt erstmal hin. Solarpaneele haben wir draußen, dadurch kriegen wir Strom. Und dann haben wir einen 9-Minuten-Burn vor uns. Ach du Heilige. Das wird lustig. Aus der geringen Höhe. Teilweise reinfallen mit Beam Power. Ich werde mit Beam Power noch mal ein bisschen intensiver gucken, wie das mit Laserbeams funktioniert
Das Microwave war auf jeden Fall sehr, sehr enttäuschend. Paar Kondensationsteile. Auf jeden Fall. Also wir haben ja hier die ersten. Also das hier ist ja auch ein frisch freigeschaltetes Teil, das Assembly Plant, was wir mitbringen. Und wir werden vor dem nächsten Startfenster noch einiges an Technologien freischalten, weil die Labore ja jetzt auf Hochtouren laufen und alle 20, 30 Tage Wissenschaftspunkte rausfallen. Also ich bin da komplett unbesorgt, was das angeht. Dass wir da noch ein bisschen neue Dinge mitbringen werden. So, jetzt werden wir aber vor allen Dingen auch erstmal das Ding hier Richtung Nimbus in Bewegung setzen und dann das Science-Gebäude konzipieren. Wobei der Burn jetzt erstmal noch ein paar Minuten dauert, wie ihr seht, weil der Brocken noch ganz schön groß ist. Aber das kann ich schon mal abhaken. Das Production Base Part ist durch. Zweiten Orbit brauchen. Treibstoffeffizienz sieht anders aus. Mit so hohen Abweichungen in das Manöver. Also wird es wieder eine größere Flotte. Also es werden zwei Basisteile. Es wird auf jeden Fall noch eine Tankstelle für Minmus geben. Eine unbemannte, für Minmus sag ich schon, für Ike. Eine unbemannte Tankstelle für Ike. Die muss ich noch vorbereiten. Das wird schon mal das dritte Teil. Wir werden auf jeden Fall noch einen Pendeltransporter haben. Das wird das vierte Teil. Wir brauchen Machinery Parts unbedingt. Das wird das fünfte Teil. Und wir brauchen einen Low Resolution Altimetry Scan. Das wird noch ein sechster Satellit oder irgendwie sowas. Also, es wird nicht nochmal so eine riesen Flotte im nächsten Startfenster, aber es werden schon mehr als zwei Schiffe. Ja. Das ist. So ein Mittelding, würde ich jetzt mal sagen. Ein Mittelding. So. Was habt ihr denn so Schönes am Wochenende gemacht, während ich das Technikmuseum heimgesucht habe? Erzählt mal. Wir haben ja jetzt Zeit, noch 7 Minuten, wo ihr euch in aller Länge auslassen könnt, was ihr so getrieben habt und ich mir das auch mal in aller Ruhe durchlesen kann. Ich bin hier, ich habe Zeit, ich gehe nicht weg, der Burn läuft. Vielleicht wird das auch ein bisschen arg irgendwann. Mal gucken. Jürgens hat ein Bier gebraut. Machst du das so hobbymäßig? Kazit hat krank im Bett gelegen. Sehr schön. Auch sehr vorbildlich, das am Wochenende zu machen. Sehr, sehr vorbildlicher Arbeitnehmer, wie sich das gehört. Bier getrunken. Jungs und Meckes, ihr solltet vielleicht mal miteinander reden. Ihr könntet euch vielleicht gegenseitig unterstützen mit euren Hobbys, wenn der eine Bier braut und der andere es trinkt. Das erste Mal gebraut, ein Pale Ale. Sehr schön. Ist es denn was geworden? Dann geht's ja Kazit. KSP gezockt, das ist auch gut. Whisky probiert, sehr schön. Ja, ich habe Bilder gesehen. Das sah so aus, als ob du an dem Abend eventuell gesungen haben könntest. Radiatoren laufen heiß.
Messwert und Geschmack der Stammwurzel machen einen guten Eindruck. Jetzt gärt es wie verrückt. Okay, ich bin da kein Fachmann, aber klingt vernünftig. Klingt, als ob es irgendwie funktioniert. Ihr seht, meine Kühlpaneele sind auf Anschlag, was die Kühlleistung angeht. 99,88% Kühlleistung. Das ist, wir beginnen jetzt immer mehr gegen die Gravitation zu arbeiten. Muss echt überlegen, ob ich das laufen lasse. Es wird halt auch hitzetechnisch langsam gefährlich. Und wir haben auch zu viel Verlustleistung durch dieses dran vorbeiarbeiten Manöver. Jetzt haben wir noch ein 3-Minuten-Manöver. Das ist okay. Zack. So, dann kann das hier nämlich ein bisschen runterkühlen. Ich traue mich jetzt mal in den Zeitraffer zu gehen, weil es einfach gerade nicht noch nicht kriegsentscheidend ist. Sieht gut aus. Er berechnet sauber. So, währenddessen kann er das Ding hier nämlich schön runterkühlen wieder auf Normaltemperaturen. Und dann machen wir einen neuen Anlauf. Das Problem ist, dass da halt einfach dadurch, dass wir das Manöver nicht exakt treffen, wir irgendwann halt gegen die Erdgravitation oder gegen Kerbin-Gravitation uns mit den Triebwerken da abstoßen wieder. Oh, schwer verpasst. Das ganze Gerede immer. Und das dann halt einfach dazu führt, dass wir unheimlich viel Delta V gegen die Gravitation verlieren. Was einfach nicht sein muss. Jetzt sollte das ganz gut klappen. So, besonders viel Delta V werden wir dann trotzdem nicht haben, wenn wir ankommen. Da müssen wir einmal schauen. Die Kiste müssen wir auf jeden Fall komplett neu betanken. Das gehört auch auf dem Duna-Flug dann definitiv zu den Maschinchen mit sauber im Launch-Window arbeiten. Und möglichst wenig Delta-V verbrauchen. Sonst werden wir da ganz, ganz wenig Spaß mit haben. Das kommt sonst nicht gut an, das Ding. Das kommt nicht gut an. Ja, wenn das klappen sollte, dann haben wir natürlich schon ein richtig kleines Städtchen stehen mit 3 so Türmen. Ich denke, dann können wir die Bevölkerung unten auf Duna auch so langsam auf die, also wenn die beiden Türme stehen, mal gucken, ob wir so auf die, also an die 10 würde ich dann schon relativ schnell gerne rangehen. Eventuell müssen wir noch gucken, dass wir die Produktionsketten erweitern, aber dafür müssen wir die Produktion überhaupt erstmal anlaufen lassen. Dafür muss die Produktion überhaupt erstmal anlaufen. Da ist im Moment einfach das Problem, dass die Machinery Parts fehlen. Sonst könnte ich jetzt schon Material Kits produzieren. Wobei die Material Kits auch nicht das Riesenproblem sind. Also wir haben so viele Material Kits jetzt übrig von unseren Anlandungen auf Duna, dass wir, glaube ich, eine ganze Weile ohne die Produktion von Material Kits klarkommen. Spannend wird es, glaube ich, im nächsten Schritt. Das sollte auch auf jeden Fall, ich muss mir gleich mal die Produktionsdings noch angucken. Spannend wird es, ob wir es hinbekommen, möglichst bald
Machinery Parts selber herzustellen auf Duna. Ich glaube, wenn wir den Schritt schaffen, wirklich Machinery Parts hinzubekommen, dann haben wir richtig was geschafft, weil dann sind wir eigentlich so auf diesem, wie soll ich das sagen, auf auf der Schwelle zur Unabhängigkeit der Duna-Kolonie, dass die alleine funktionieren kann. Dafür müssen wir Machinery Parts herstellen. Ich glaube, das wird nicht ganz einfach. Wie gesagt, ich gucke gleich mal, wie da die Produktionskette für aussieht. Ich befürchte, die wird ein bisschen komplexer sein. Aber wenn wir das schaffen würden, und zwar schneller, als wir sie verbrauchen, dann wäre das doch was. So, zack. Der Rest ist dann eine Korrektur. So, ich gucke mal kurz. USI-Wiki. Bla 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 bla. Core Conversions. Live Support. Aeroponics. Nee. Das ist nicht, was ich suche. Ich suche Machinery. Construction, Logistics, Resources, da ist es doch, oder? Ne, Manufacturing, das ist es. Machinery kann man herstellen aus Specialized Parts und Material Kits. Material Kits können wir potenziell schon herstellen. Und Specialized Parts stellt man her aus Refined Exotics und Silicon. Refined Exotics wiederum stellt man her aus Exotic Minerals, Rare Materials. Okay, da haben wir noch ein bisschen was vor uns in der Produktionskette, aber machbar. Jetzt machen wir erstmal den Part fertig. Wartet mal, jetzt den Part fertig, wo wir gucken, dass wir richtig rum bei Minmus ankommen. Das können wir uns hier nicht leisten, dass es falsch rum ist. Definitiv nicht. So, hier fliegen wir so rum, da fliegen wir da dran vorbei, ist also nicht so gut. Mit Course Correction, wirklich mit Kurs, weil ich wiederhole es nochmal, wir sind ein bisschen knapp an Treibstoff bei der Kiste. Was war das denn jetzt? Vertan in meiner Vermutung, wie der Kurs sich ändern würde. Das geht so viel billiger. So. Sehr schön, dann kommen wir in die richtige Richtung vorbei. Machen wir jetzt schnell. Stört uns das in irgendeiner Form? Ein Tag? Nö. Auf zum Manöver. Das schon mal fliegen, weil dann haben wir.
danach Zeit zum Bauen. Science Data. Das ganze gute Zeug von Ike. Reichen, um sich zu drehen. Und dann brauchen wir nur eine sehr, sehr kurze Zündung. Und nur sehr wenig Delta V. Da müssen wir mal schauen. Dann haben wir ein bisschen Zeit. Das plane ich dann ein, das Manöver. Genau, ja, die Uptime ist nicht ganz korrekt. Okido. Ich mache noch mal kurz Zeitraffer rein. So. Genug, damit hier gebremst. So, sehr schön. Das speichern wir uns ein, dass wir das nicht verpassen. Das müsste dann aber eigentlich auch die nächste Aktion sein, ja. Sehr schön, okay, und dann gehen wir jetzt basteln und bauen uns noch eine Wissenschaftsstation. Vom Prinzip her würde ich es ähnlich halten, glaube ich, zu dem ersten Häuschen. So, ich muss jetzt gerade mal was gucken. Zack, wir bauen so. Zack, dann so. Zack, zack. Okay. Ja, machen wir es so ein bisschen Wagenburg-mäßig. Oh, was ist denn hier passiert? Es ist schon wieder Flut. Es ist schon wieder Flut. Die einzige Frage, die ich jetzt für mich so ein bisschen habe, ist, wie fügt sich da dann Duna Base? Das wird jetzt das Science-Modul. Wie fügt sich da das neue Labor ein? Also das ist vom Konzept her schon mal echt cool. Das werden wir so behalten. Diesen Überlegung wert. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, die ist zum Glück, das Labor ist zum Glück ein bisschen kleiner. Also das wird uns schon mal das Leben ganz schön vereinfachen. Arid, grüß dich. Schönen guten, grüß dich, schönen guten Abend. Ihr merkt auch, es ist, glaube ich, gut, dass ich nur bis 22 Uhr mache. So langsam fängt meine Stimme nämlich auch an, so ein bisschen komische Dinge zu tun. So, das wäre das Labor und ich überlege jetzt tatsächlich, ob das nicht ein bisschen albern ist als Modul. Ob man da noch ein bisschen größer geht. Oder ob wir so einen kleinen Turm machen. Also designtechnisch geht es jetzt um folgende Frage. Also das ist nicht die Frage. Ich mache nur erstmal das fertig, was nicht zur Diskussion steht. So, das wäre L-Haus später. Ich mache das mal so, als ob es schon auf Duna unten steht. Die Frage, die ich jetzt für mich so ein bisschen habe, ist... Ist das die Hütte?
Oder machen wir. Unten runter, oben drüber. Unten runter, oben drüber. Machen wir noch ein Wohnmodul mit rein, ein kleines. Und zwar hatte ich konkret über den hier nachgedacht. Wobei, wenn ich es jetzt sehe, weiß ich die Antwort für mich schon fast. Also ignoriert hier mal diese doofen Hütchen, ne? Das ist nur aus Flugfunktionalitätsgründen. Ich glaube, das gefällt mir auch gar nicht optisch. Nee. Ich glaube, es ist, ich lasse den tatsächlich so klein. Oder? Was sagt ihr? Wir bringen ja genug Habitation mit den Dingern mit. Eins können wir dann auf Quarters umstellen. Weil dann hätten wir hier eine relativ vollwertige Wissenschaftsanlage. Das Ding hat, glaube ich, auch ziemlich gute Antennenanlagen drin. Ja, richtig gute Antennenanlagen. Lager für Experimente ist eine schöne Idee. Das macht auf jeden Fall Sinn, das noch mit anzubauen. Ich gucke mal kurz vom Verhalten her. Hier ist die Tür. Dann macht Sinn, das auf die andere Seite zu bauen. Und gute Nacht. Schlaf schön. So. Und wir können so ein paar. Boden- oder atmosphärengebundene Experimente mitnehmen, die wir noch nicht abfeuern konnten. So, Aquatik ist nicht wichtig. Atmospheric Fluid Spektrometer kann da noch mit ran. Das drehen wir aber. Merkt euch das schon, was ist immer der Knopf, den ihr zuletzt probiert? Immer. Dann hängt es vor den Fenstern. Dann lieber so. Die Ingame-Sounds sind ein bisschen leicht verglichen, laut verglichen mit deiner Stimme. Das kann sein, weil ich gerade ein bisschen weit vom Mikro weg war und auch ein bisschen leise gesprochen habe. So. Das Akzelerometer müsste auch ganz gut funktionieren, wenn man unten rumsteht. Place in Orbit. Upper Layers off. Auf Surface, das könnte man auch hier mitmachen. Oh ja, den hatten wir das letzte Mal nicht verwenden können. Den würde ich aber erstmal ins Inventory legen. Weil ich dann mal gucken muss, wo ich den anbaue, sobald die Dinger aufgeblasen sind. Elurin, grüß dich. Grüß dich, grüß dich. So, Gaschromatograph. Planetare Atmosphären, auch das klingt sehr sinnvoll. Das wird hier, glaube ich, eher so ein Atmosphärenlabor. Habe ich so das Gefühl.
Zack. Gorsat. Liquid. Planetary Oceans, nee. Den Micro-Goo werden wir hier oben nochmal irgendwo platzieren. Schade. Na gut. Da überlege ich mir auch, wo ich den hinbaue. Den nehme ich aber auf jeden Fall mal mit, den Micro-Goo-Container. Den finde ich nicht schlecht. So, oh, das ist jetzt aber auch schon viel verbraucht. Multispektral-Imaging-Plattform. Das ist ein Resource-Scanner, das interessiert mich nicht. Prismat-Barometer könnte man noch mitnehmen. Dann bleiben wir zumindest diesem Motto der Atmosphärenforschung ganz gut treu. Zack. PS-Antenne. Ja, das ist ja quasi das. Die coole Variante vom Science Junior. Multispektral, Radar. Seismic Impact Hammer. Ich überlege gerade, ob ich den wirklich mitnehme. Passt der da noch rein? Ja. Dann können wir den mitnehmen. Unten. Ne, die Pots nicht mehr. Okay. Beim Verschweißen der Construction Ports, die Station explodiert? Nee, noch nicht, ehrlich gesagt. Man hat halt immer so. Also, ich hatte so einen Dampfwolken immer. Surface Sample. Ach nee, das ist Scientific Sample. Ach so, das kann Surface Samples nehmen, ohne dass man den sollten wir auch unbedingt noch mitnehmen. Den Laser. Laser. Ja, total safe, wenn man das durch die eigene Struktur durchschießt. So, und das wäre dann eigentlich unser Science-Modul von der Idee her. Das gar nicht so leicht geworden ist, wie ich mir das vorgestellt hätte. Aber das hätte dann auch die Möglichkeit wiederum Habitation anzubieten. Zack. Einmal Hab Common, einmal Hab Quarters. Damit haben wir dann dreimal Hab Common vor Ort und einmal Hab Quarters. Hab Quarters ist das mit der Multiplikation und Common ist das mit Platz halt einfach. Ich glaube, das ist dann in der Gesamtheit auch ganz gut. Damit haben wir dann auch viel Platz für Kerbals. Okay, was hier dann natürlich nicht so gut funktioniert, merke ich gerade, wenn ich die ganzen Experimente daran tacke, ist dieses Ummanteln wahrscheinlich, ne? Na, mal gucken. Okay, das wäre aber erstmal die Station. Zack. Zack. Jetzt machen wir eine Rakete wieder draus. Mit unserem völlig neuen, völlig überbewerteten coolen Ummantlungsdingen. Ja, ich merke, es gibt schon erste Probleme. Oh, das wird ein Clipping fest werden, ey. Wenn ich das tatsächlich tue. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Also ich befürchte nicht. Ich befürchte, dass das nicht funktioniert. Trifft es eher. Ja, machen wir es einfach so, dann kann gar nichts passieren.
Nee, das funktioniert hier nicht. Das Konzept funktioniert hier nicht. Wir werden bestimmt irgendwann mal wieder Scum spielen. Aber ich kann dir im Moment nicht genau sagen, wann. Also es gibt jetzt kein geplantes Datum dafür. Nächsten Samstag muss ich auch leider erstmal zur Autowerkstatt. So. Speichern wir erstmal das hier ab. Ist das denn für ein Skycrane? Okay, wir öffnen. Nee, Cancel. Also ich pack das mal kurz herunter, damit uns das nicht verloren geht. Zappel, zappel. So. Wir speichern das mal ganz kurz in seiner kompletten Schönheit ab und laden den Skycrane Alt mit rein. Das Ziel ist erstmal, eine stabile Siedlung hinzubekommen auf Duna. Das Ziel ist eine stabile Siedlung. So, das Schwierige wird jetzt natürlich. Das so anzubauen geht. Ja, don't save. Da glaube ich noch nicht so dran. Das war doch überraschend einfach. Sehr schön. Machen wir es uns kurz übersichtlich. Zip, zip. 2100 Delta V, Thrust Weight Ratio 2,94. Selbst in dichtester Atmosphäre 2,93 geht nach hinten raus auf die 6, lässt also harte Bremsungen zu. Ja, da können wir bei dem alten Konzept bleiben, was den Skycrane angeht. Haben wir kein Problem mit heute. Sehr schön, sehr schön. Dann machen wir hier erstmal den Tank wieder leer. Das muss dann befüllt werden. Das kann da ran. Ah. Zack, und dann können wir da sogar ganz brav wieder ein Fairing drumherum machen. Zu guter Letzt. So als kleine Abschlusshandlung heute. Sogar ein bisschen zu viel des Guten. Zack. So, dann speichern wir das jetzt mal. Und dann werde ich jetzt so wie angekündigt zu 22 Uhr. Ich merke das auch langsam, dass ich echt Halsschmerzen kriege. Den Stream für heute mal sein lassen. Ich hoffe, ihr habt da Nachsicht mit mir. Ich gucke gerade mal, wer aus meiner lustigen Liste. Guck mal, den Jesse Rabbit habe ich das letzte Mal nicht gradet. Was spielt denn der heute? Der spielt PUBG, ne? Dann machen wir das doch. Dann gehen wir heute mal beim Jesse Rabbit vorbei, noch ein bisschen Hallo sagen. Und wir sehen uns aller Voraussicht nach am Dienstag wieder. Und ich guck mal, ob ich am Tag der Deutschen Einheit, denkt dran, Mittwoch ist frei, nicht arbeiten gehen, Mittwoch frei, nicht arbeiten gehen, vielleicht mal wieder Democracy streamen kann. Das hatte ich das letzte Mal, glaube ich, gemacht. Und fand ich eigentlich eine ganz witzige Idee, sich zum Tag der Deutschen Einheit auch mal mit sowas wie Demokratie zu beschäftigen. Bis hierhin, aber erstmal vielen lieben Dank fürs Zugucken. Ich hatte einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr hattet auch einen schönen Abend. Ich schmeiße jetzt den Raid an.
Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im Laufe der nächsten Woche wieder. Zack. Und genau, das hat funktioniert. Sehr schön. Und dann geht's los. Tschüss. Ich hätte ihn gerne mal einmal in den Kopf getroffen, dann wäre er nämlich vorbeigegangen.